In vielen klassischen Schauergeschichten erfahren wir von den tragischen Begebenheiten, die eine unglücklich aus dem Leben gerissene Seele zu einem zürnenden Geist, einem Spuk werden lassen, und wie diese Schreckgestalt dann den Lebenden des Nächtens auflauert, um sie mahnend einen furchtbaren Tod, die Ungerechtigkeit ihres Dahinscheidens zu erinnern. Was den Hinterbliebenen, den Schuldigen, meist dabei widerfährt, lässt ihnen und dem erschrockenen Hörer oftmals das Blut in den Adern gefrieren. Schließlich suchen die Protagonisten meist ihr Heil in der Flucht oder Hilfe bei einem geisterkundigen Medium. Soweit zu den Geschichten. Als ich unlängst durch die Vielzahl meiner Aufzeichnungen blätterte, stieß ich auf einen Fall, der mir auch heute noch, so viele Jahre danach, einen Schauer über den Rücken jagt. Durch meine dramatischen Vorworte werden Sie sicher schon erraten haben, worum es sich im Groben dabei handelt. Und ich darf Ihnen sagen, dass Sie damit richtig liegen. Jene Sache damals, der Holmes und ich nachgingen, fing schon höchst ungewöhnlich an. Ich sagte Ihnen, hoppla, also diese Schlaglöcher ist es ja. Naja, ich sagte Ihnen doch, dass ich diese Ausstellung schon gesehen habe. Also ich bitte Sie, Holmes, das ist bereits 4 Jahre her. Es spielt keine Rolle, wie lange es her ist. Tatsache ist, dass ich all die Dinge schon kannte. Holmes, Sie wollen damit doch nicht ernsthaft andeuten, dass Sie sich gelangweilt haben, oder? Na. Bei so vielen fantastischen Exponaten, all den kleinen Informationstafeln. Doch, Watson, habe ich. Es war eine überflüssige Wiederholung, ich sage es Ihnen doch. Wiederholung, Holmes. Wenn wir im Park spazieren gehen, und das kommt nun wirklich nicht selten vor, da bekommen Sie auch immer das Gleiche geboten. Immer die gleichen Wege, die gleichen Bäume. Naja. Dennoch habe ich Sie danach noch nie von einer überflüssigen Wiederholung sprechen hören. Mein lieber Watson, der Park ist für mich Inspiration. Ich muss Ihnen das mal erklären. Ein Quell innerer Ruhe. Jeder Spaziergang, egal ob im Winter oder Sommer, ist für mich so, als würde ich dort zum ersten Male, wie soll ich das sagen, ja, Lust wandeln. Jeder Besuch ist anders als der vorangegangene. Lustwandel. Ja. Das klingt ja fast wie ein Manifest. Und das von Ihnen, Holmes. Sie haben den Vergleich mit dem Park gezogen, nicht ich. Ich wollte Ihnen damit lediglich meine Sichtweise zu dem Thema verdeutlichen. Also einigen wir uns darauf, dass Sie das nächste Mal eine Ausstellung auswählen, die uns beiden zusagt. Worauf Sie sich verlassen können, mein Freund. So, da wären wir. Nebenbei, wollten wir nicht eigentlich eine Kleinigkeit essen gehen? Ja, das wollten wir. Aber da Sie bei meiner Aufzählung von gut einem Dutzend Restaurants kein Zeichen einer merklichen Zustimmung von sich gegeben dann haben... Dann würde ich vorschlagen, wir nehmen noch einen Sherry und statten dem Horseman in einen Besuch ab. Sehr einverstanden, Holmes. Watson? Ja? Hatten Sie nicht die Laterne angezündet, bevor wir gegangen sind? Doch, das hatte ich. Tja, sie muss ausgegangen sein. Merkwürdig. In all den Jahren, die ich jetzt hier wohne, ist die Gaslaterne noch nie von selbst ausgegangen. Weder bei Regen noch bei Sturm. Ja, dann muss eben jemand das Gas abgedreht haben. Möglicherweise war es das Gaswerk, weil sie vergessen haben, die Rechnung zu bezahlen. Also Watson, das finde ich jetzt nicht so komisch. Das ist wohl die unwahrscheinlichste aller Möglichkeiten. Ich glaube, der... Was suchen Sie denn im Kellereingang? Naja, es ist nur eine Idee. Könnten wir nicht einfach reingehen? Es ist stockfinster und eiskalt. Und die Aussicht auf einen Sherry? Holmes! Schauen Sie mal. Wer ist das? Er hat sich mir noch nicht vorgestellt. Ich... Verzeihen Sie, Sir, ich muss eingeschlafen sein, als ich auf Sie gewartet habe. Eingeschlafen? Hier unten? Sie wollten zu mir? So ist es, Sir. Und warum verstecken Sie sich dann? Tja. Sagen Sie mal, haben Sie die Laterne ausgemacht? Ja, das war ich. Und warum? Könnten wir das nicht drinnen besprechen? Hier draußen ist es nicht sicher. Auch nicht sicher, Sir. Sie befinden sich hier auf der Baker Street, vor dem Haus von Sherlock Holmes. Dennoch,
bitte. Ja, ja, gut. Kommen Sie. Hier entlang. Es war eine merkwürdige Situation. Der Mann, über den Holmes da im Kellereingang beinahe gestolpert wäre, stellte sich uns als Alan Fenwick vor, Besitzer einer kleinen Buchdruckerei auf der Blackwater Street. Ich gestehe, ich hatte anfangs kein gutes Gefühl bei der Sache, denn normalerweise sind es ja eher Verbrecher und andere subversive Elemente, die sich aus verständlichen Gründen in schattigen Ecken herumdrücken. Zudem war hinreichend bekannt, gerade unter den Gaunern Londons, wer in der Baker Street 221b wohnt. Und es gab gewiss nicht wenige, die sich gern persönlich bei Sherlock Holmes für eine langjährige Zuchthausstrafe bedankt hätten. Gerade deshalb musste man immer auf der Hut sein. Ich hatte also ein klein wenig übertrieben, als ich Mr. Fenwick mit der Baker Street beruhigen wollte. Bei ihm aber lag die Sache anders. Komplett anders. Sie zittern ja wie Espenlaub. Es tut mir leid, aber das ist die Anspannung. Ich bin beileibe kein leichtgläubiger Gemütsmensch, Sir. Aber die letzten Nächte haben mir derart zugesetzt, dass ich nicht mehr weiß, was ich glauben soll und was nicht. Das klingt beinahe so, als würden Sie an Ihrem Verstand zweifeln. Ja, das tue ich. Und wenn ich Ihnen meine Geschichte erzählt habe, werden Sie das vielleicht ebenfalls tun, Mr. Holmes. Aber ich schwöre Ihnen, ich denke mir das nicht aus. Zumindest glaube ich ganz fest, dass ich mir das alles nicht nur eingebildet habe. Ja, möchten Sie vielleicht noch einen Whisky? Danke, Sir. Aber so viel vertrage ich nicht. Sie können ganz beruhigt sein, Mr. Fenwick. Hier in diesen vier Wänden sind Sie absolut sicher. Gebe Gott, dass es so wäre, Sir. Es ist ja nicht irgendein Verbrecher, der mir nach dem Leben trachtet. Es ist ein Geist. Ach. Wer? Ein Geist, sagen Sie? Die Ursache Ihrer Furcht ist also übersinnlicher Art, wenn ich das so sagen darf. Ich weiß es. Es klingt absurd, Sir. Aber es kann nur so sein. Ja, was macht Sie denn so sicher, Sir? Ich meine, es gab schon genügend Schlauberger, die sich einen Bettlaken übergezogen haben und dann... Das Geschöpf, das mein Leben bedroht, ist sicherlich kein solcher Scherzbold. Dem entnehme ich, dass Sie der Sache selbst schon auf den Grund gegangen sind. Mr. Holmes, ich kann Ihnen sogar sagen, wer mich mit dem Tode bedroht. Der Geist will Sie umbringen? Und welche postmortale Illumination trachtet ihn nach dem Leben? Jack Skellington. Jack Skellington? Der Mörder von High End Grange? Aber das ist doch völlig ausgeschlossen. Der wurde letzte Woche hingerichtet. Ja, Watson, Sie erinnern sich, was Mr. Fenwick eben erwähnte, oder? Will sagen, Stichwort Geist. Geist? Ach so, ja. Ja, der Geist von Jack Skellington sucht Sie also heim. Ja, Sir, ich bin mir ganz sicher. Ich habe sein Gesicht sofort wiedererkannt. Außerdem trug er ein grausiges Detail bei sich. Als da wäre? Der Galgenstrick war noch um seinen Hals geknotet. Oh, gut. Gehen wir einfach mal davon aus, dass das, was Sie gesehen haben, wirklich real war. Welchen Grund hat ein Verbrecher wie Skellington, aus dem Jenseits zurückzukommen und Ihr Leben zu bedrohen? Das ist es ja gerade. Ich weiß es nicht. Ich bin ihm zu seinen Lebzeiten ja noch nicht einmal begegnet. Ich kenne sein Konterfei nur aus der Zeitung. Oh, ein Geist, der sich möglicherweise in der Hausnummer geirrt haben sollte. Also Holmes. Was haben Sie? Geister sind auch nur Menschen. Oder waren es zumindest einmal. Und diese machen bekanntlich Fehler. Das klingt ja fast so, als würden Sie die Existenz überirdischer Wesen kommentarlos hinnehmen. Sie kennen doch meine Prämisse, Watson. Solange ich nicht vom Gegenteil wirklich überzeugt bin, lasse ich so gut wie jede Theorie zu.
Dass Sie allerdings bei übernatürlichen Phänomenen ebenso verfahren, das ist mir ganz neu, Holmes. Entschuldigen Sie die kleine Diskussion, Mr. Fenwick. Das musste sein. Aber Sie werden verstehen, dass Ihre Geschichte nicht gerade alltäglich ist, nicht? Nicht einmal in diesen Räumen. Oh, Mr. Holmes, ich verstehe vollkommen. Ich bin ja schon froh, dass Sie mir nicht direkt die Tür gewiesen haben, als das Wort Geist fiel. Und um all das noch ein bisschen durchdringen zu können, muss ich jetzt mal fragen, was genau hat sich in Ihrem Hause abgespielt? Und wann hat es angefangen? Vor 3 Tagen. Und auch wenn es nach einem Klischee klingt, es war kurz nach Mitternacht. Ich wollte gerade zu Bett gehen. Flickst. Oh, schon wieder so spät. Ich stecke zurzeit mitten im Druck einer botanischen Abfassung. Das erfordert sehr viel Zeit und Sorgfalt, allein schon der Bilder wegen. Und wenn man, so wie ich, keine Angestellten hat. So, nur noch diese Druckplatte. Ich hatte die letzten Probedrucke gerade fertig und war mit meiner Arbeit sehr zufrieden. So, das war's. Ach, den Rest mache ich morgen. Wollen noch mal sehen. Verdammt. Wo kommt der Wind auf einmal her? Mit einem Schlag war es stockdunkel in meiner Werkstatt. Sämtliche Kerzen waren verloschen. Zwar legte sich der Wind so rasch, wie er gekommen war, mir aber saß der Schreck in allen Gliedern. Ich kann nicht mal die Hand vor Augen sehen. Fenwick! Was? Oh, mein Gott, wer bist du? Du fragst, wer ich bin? Wer ich bin? Ich verstehe nicht. Vor dem offenen Fenster meiner Werkstatt stand ein Mann. Das heißt, er stand an der Mauer, die meinem Fenster gegenüberliegt. Seine Gestalt war in schemenhaftes Licht getaucht und sein Gesicht war so bleich, als hätte er nicht einen Tropfen Blut im Leib. Ich will es wieder haben. Bis zum nächsten Neumond will ich es wieder haben. Was denn? Wovon sprechen Sie? Bis zum Neumond. Oder du wirst so enden wie ich. Hielt das abgeschnittene Ende des Galgenstricks hoch und dann verschwand er vor meinen Augen. Verstehen Sie? Löste sich einfach auf. Außergewöhnlich, wirklich ganz außergewöhnlich. Er löste sich auf, sagen Sie? In eine Art Nebel, ja. Ist Ihnen der Geist seit der ersten Begegnung noch einmal erschienen? Das ist er, ja, Sir. Gerade erst in der vergangenen Nacht. Ich war schon drauf und dran, das Erlebte als Einbildung abzutun. Ja. Ich war früh zu Bett gegangen, als... Wer ist da? Bis zum Neumond. Dann bist du dran. Es gehört mir. Oh mein Gott. Watson, sagen Sie mal, welchen Mond haben wir gegenwärtig? Wie bitte? Welchen Mond? Na, wovon reden wir hier die ganze Zeit? Ich meine die Mondphasen. Zunehmend
oder abnehmend? Ja, da müsste ich meinen Kalender befragen. Moment mal. Bitte schön. Moment mal. Ja, hier. In 4 Tagen ist Neumond. Das heißt, uns bleibt nicht mehr viel Zeit. Oder besser gesagt, Ihnen, Mr. Fenwick. Mein Gott, nur noch 4 Tage. Sie erzählten eingangs, dass es sich Ihrer Kenntnis entziehe, warum der Geist gerade Sie heimsucht. Richtig? Ganz recht, Sir. Und auch der Satz, ich will es wieder haben, ändert nichts daran? Keine Idee, was es sein könnte? Nein, ich habe nie jemandem auch nur einen Penny gestohlen. Das müssen Sie mir glauben. Tja. Wir haben es hier also gleich mit mehreren Rätseln zu tun. Erstens, warum kehrt ein verurteilter Mörder als Geist zurück? Tja, sicherlich nicht, weil man ihm ein Unrecht angetan hat. Kaum. Zweitens, warum bedroht er einen rechtschaffenden Mann, der niemals seinen Weg gekreuzt hat? Ach, das sind alles böhmische Dörfer für mich. Darf ich mit Ihrer Hilfe rechnen, Mr. Holmes? Um nichts in der Welt würde ich Ihr Hilfegesuch ablehnen, Mr. Fenwick. Selbstverständlich nehme ich mich der Sache an. Ich danke Ihnen, Sir. Nun, mein Freund Watson, Ihre Meinung zu der Sache. Tja, das sieht so aus, als würden wir unserer Sammlung übernatürlicher Phänomene ein weiteres Beispiel hinzufügen. Sie spielen auf den Vampir von Sussex an. Erraten Sie. Das Ganze hat sich doch als mehr oder weniger harmlos entpuppt, nicht wahr? Von Vampirismus letztlich keine Spur. Naja, vielleicht haben wir ja diesmal Glück und fangen einen echten Geist. Ja, warum nicht? Tja, ich hatte eigentlich erwartet, dass Sie mir jetzt einen beherzten Vortrag über die Wissenschaft im Allgemeinen und im Speziellen halten würden. Über die profitsüchtigen Blender, die Leichtgläubigkeit mancher Menschen ausnutzen und ihnen die reale Existenz von Geistern einreden. Danke für Ihren beherzten Vortrag, Watson. Nein. Formulieren wir es einfach so. Bisher konnte noch nicht der Gegenbeweis erbracht werden, dass es sie nicht gibt. Sie sehen mich wieder einmal mehr als erstaunt, Holmes. Aber nun zu Ihnen. Was halten Sie von all dem? Nun, wir haben einen glaubwürdigen Zeugen, dem wenig daran gelegen sein kann, seinen Ruf zu riskieren. Und ein Geist erregt immer Aufsehen. Unser Klient meidet den Gang zur Polizei, weil er sich von uns mehr Diskretion erhofft. Nein. So leicht kommen Sie mir nicht davon. Ich will wissen, was Sie von dem Geist halten, Holmes. Dem Geist von Jack Skellington. Nun, ich bin froh, dass es der Geist eines verurteilten Mörders ist. Damit fällt er eindeutig in unser Metier. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, Watson. Wirklich nicht. Bisher konnten wir alle vermeintlich übernatürlichen Begebenheiten mit irdischen Erklärungen entkräften. Zu oft, hat man versucht, uns auf die falsche Fährte zu locken, um von dem wahren Grund, meist krimineller Natur, abzulenken. Ja, das stimmt allerdings. Dann könnte es hier auch wieder so sein. Das werden wir hoffentlich bald wissen. Tja. Und wie gehen wir jetzt weiter vor, Holmes? Bis zu unserer nächtlichen Verabredung bleibt uns ja noch Zeit. Nutzen wir sie und blättern in ein paar Zeitungen. Oh nein. Oh doch. Diese beiden stattlichen Stapel werden uns einen Überblick über die Ereignisse der letzten 3 Monate geben. Wir sollten darin alles über die Verhaftung, Verurteilung und Hinrichtung von Jack Skellington finden. Und möglicherweise auch einen Hinweis darauf, welchen Grund er hat, wiederzukommen. Also, Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie das nicht schon längst alles gelesen haben, Holmes. Watson, natürlich habe ich den Fall verfolgt. Aber Sie kennen das ja, wenn man nicht selbst involviert ist. Also gut, lesen wir. Lesen wir.
So, hier, Blackwater Street. Ja. Ja, wir sind da. Schauen Sie mal, eine Reihe kleinerer Fabrikgebäude auf der einen und eine Backsteinmauer auf der anderen Seite. Sieht so die typische Szenerie für einen handfesten Spuk aus, Holmes. Wer sagt, dass sich Geister an Konventionen halten müssen, Watson? Ja, ich dachte, es wäre eines der besonderen Merkmale dieser Geschöpfe, dass sie an besondere Bedingungen gebunden sind. Hoppla, schon wieder diese dreckigen Löcher hier. Das liegt an Ihren Schuhen, Holmes. Jetzt hören Sie mal auf. Ja? Also, das ist jedenfalls das, was uns Schauergeschichten glauben machen wollen. Na, dann lassen wir uns also überraschen. Schauen Sie mal, Holmes. Ja. Hier ist es. Ja, scheint so. Ja. Mr. Holmes, Dr. Watson, bitte, treten Sie ein. Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei der Arbeit. Nein, ich habe mein Tagwerk für heute beendet. Unter den gegebenen Umständen schleichen sich einfach zu viele Fehler ein. Und das kann ich mir nicht leisten. Ja, verständlich, verständlich, Sir. Hallo. Eine beachtliche Druckerei, will ich meinen. Oh, Sie verfügen sogar über eine Blower. Mein lieber Mann, die muss recht kostspielig gewesen sein. Ja. Nur so bleibt man konkurrenzfähig. Natürlich. Aber gehen wir doch nach hinten. Der Geruch der Farbe ist hier so unangenehm. Der Geruch also, der Farbe. Ja, einverstanden. Bitte, bitte, nehmen Sie Platz. Danke. Dankeschön. Verzeihen Sie meine Ungeduld, aber haben Sie etwas in Erfahrung bringen können? Warum Jack Skellington ausgerechnet Ihnen seine Aufwartung macht? Ja. Wir fanden einen deutlichen Fingerzeig, würde ich sagen. Ein Fingerzeig, der immerhin fast 25.000 Pfund schwer ist. Ja. Was? 25.000 Pfund? Wovon sprechen Sie? Ich konnte mich nicht mehr ganz genau an die Sache erinnern, bis wir sie heute in der Times nachgeschlagen haben. Ja, und die Sache war so. Jack Skellington hat nur wenige Straßen von hier entfernt Lord Jonathan Arns um den wertvollen Familienschmuck erleichtert. Ein smaragdbesetztes Collier und das dazugehörige Armband. Ja, beides zusammen im Wert von 25.000 Pfund Sterling. Alle Wetter. Der war nicht gerade zimperlich. Nein, ganz und gar nicht. Den Diener, der von dem nächtlichen Einbruchlärm alarmiert nach dem Rechten sehen wollte, hat er mit einem Messingleuchter erschlagen. Mein Gott. Weit ist Skellington allerdings nicht gekommen. Der brutale Mord hat damals das ganze Haus aufgeschreckt. Halt! Stehen bleiben! Stehen bleiben! Niemals. Mich kriegt ihr nicht, ihr Bastarde. Skellington hatte die Gegend vorher genau ausgekundschaftet. Sein Fluchtweg hätte ihm schnell den Blick seiner Verfolger entzogen. Endlich, da ist sie ja, die Mauer. Bei all seinen Plänen und seiner Kaltblütigkeit hatte er eines jedoch außer Acht gelassen. Die Launenhaftigkeit des Schicksals. Verdammt! Mit einem gebrochenen Knöchel war Skellington einfach zu langsam. Er wurde auf dem schmalen Weg verhaftet, der die Hinterhöfe der Blackwater Street miteinander verbindet. Allerdings ohne die Beute. Ja. Ja, was den Verbleib der Geschmeide anbelangt, hat Skellington bis zuletzt eisern geschwiegen. Nicht mal die Drohung des vorsitzenden Richters konnten ihn beeindrucken. Eine Reaktion, die in Anbetracht des ohnehin zu erwartenden Urteils meiner Meinung nach sogar nachvollziehbar ist. Dann nahm Skellington das Geheimnis um das Versteck seiner Beute also mit ins Grab? Und kehrt jetzt als Rachegeist aus dem Totenreich zurück, um das einzufordern, was ihm gehört, von dem er denkt, dass es sich in ihrem Besitz befindet. Aber das ist doch absurd! Ich habe den Schmuck nicht. Und wenn ich ihn gefunden hätte, wäre ich damit sofort zur nächsten Polizeiwache gegangen. Der Geist scheint jedoch der anderer Meinung zu sein, Sir. Möglicherweise bietet sich uns heute Nacht die Gelegenheit, ihn persönlich zu fragen, was ihn zu dieser irrigen Annahme veranlasst. Watson, wie spät ist es? Es ist, Hören Sie. Danke, Watson.
Ich würde vorschlagen, dass wir beide uns jetzt unauffällig in den Hintergrund zurückziehen. Auf Beobachtungsposten. Sie bleiben am besten hier und ich verstecke mich vorn in der Werkstatt. Wie denn was denn? Wir sollen uns trennen? 4 Augen sehen mehr als 2. Aber nur dann, wenn wir uns möglichst flächendeckend verteilen. Behalten Sie den Treppenaufgang im Auge. Aber meinen Sie nicht, es wäre besser, wenn wir zusammenblieben? Sie wollen mir auf diese Weise doch nicht zu verstehen geben, dass Sie Angst haben, Watson. Also, ich Angst vor einem Geist, Holmes. Wo denken Sie hin? Na also... Dann... Ich warte nicht mehr lange. Es gehört mir. Da! Was habe ich Ihnen gesagt? Das kam von vorn aus der Werkstatt. Ich muss gestehen, dass wir möglicherweise wegen unserer recht erdgebundenen Ermittlungen und der unterschwelligen Ahnung erneut nur einen lahmen Schwindel aufzudecken, die Sache nicht sehr ernst nahmen. Das änderte sich jedoch schlagartig, als wir die düstere Werkstatt erreichten. Deine Zeit läuft ab bis zum Neumond. Dann wirst du es mir geben. Das wenige Licht, das den Raum schwach erhellte, kroch durch die weit offen stehende Haustür herein. Und da, im matten Lichtkegel einer Gaslaterne, nur wenige Schritte von uns entfernt, stand er. Der Geist von Jack Skellington. Er ist es wirklich, Holmes? Sehen Sie das Gesicht? Ja. Es lässt sich nicht leugnen. Allem Anschein nach steht Jack Skellington leibhaftig vor uns. Oder das, was er mal war. Es war ein schauriger Anblick, wie die Erscheinung da stand. Völlig regungslos, mit leicht gesenktem Kopf und hängenden Armen. Ich habe den verdammten Schmuck nicht, hörst du? Ich weiß nicht, wo das Zeug geblieben ist. Glaubst du ernsthaft? Du könntest mich betrügen. Mich, Jack Skellington. Ich hab es nicht! Ich hab es nicht! Moment, wenn ich mich kurz einmischen dürfte. Aber Holmes... Mr. Fenwick sagt die Wahrheit. Er hat Ihren Schmuck nicht. Wobei das Possessivpronomen Ihr nicht korrekt ist, wie Sie wissen dürften. Eigentlich gehört der Schmuck ja Lord Jonathan, nicht wahr? Holmes... Sie können doch so nicht mit einem Geist... Du bist dieser Schnüffler, dieser Holmes. Freut mich zu hören, dass sich mein Name auch im Jenseits einer gewissen Bekanntheit erfreut. Du solltest nicht versuchen, mich zu hintergehen, Fenwick. Denn ich sehe alles, weiß alles. Ich bin dafür, dass wir den Geist in näheren Augenschein nehmen sollten, Watson. Näher ran? Also... Ich kann von hier aus alles bestens überblicken. Watson, wenn wir herausfinden wollen, ob es so etwas wie Spukerscheinungen tatsächlich gibt, müssen wir dem Gespenst auf den Zahn fühlen. Natürlich bildlich gesprochen. Holmes, da steht eins vor uns, keine 10 Schritte entfernt. Was für Beweise brauchen Sie denn bitte noch? Eindeutige, natürlich. Ah! Wie beim letzten Mal. Einfach aufgelöst. Er ist weg. In einem riesigen Blitz verschwunden. Tja, es riecht nach Schwefel. Wundert Sie das, Holmes? Solche Gauner kommen gewiss nicht ins Paradies. Wie Sie meinen. Glauben Sie mir jetzt? Sie haben es mit eigenen Augen gesehen. Allerdings, Mr. Fenwick, es war ungeheuerlich. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Und doch war der Geist da. Mein Gott, was soll ich nur machen?
Er lässt sich durch nichts beirren. Er glaubt immer noch, ich hätte die Sachen. Und haben Sie sie? Nein, Sir, wirklich nicht. Glauben Sie mir doch wenigstens. Keine Sorge. Das tun wir, Sir. Nicht wahr, Holmes? Ich kann Sie beruhigen. Natürlich glauben wir Ihnen. Watson, wenn es Ihr Mut jetzt erlaubt, sollten wir den Ort der Erscheinung in näheren Augenschein nehmen. Wenn es mein Mut erlaubt, dann gehen wir. Mr. Fenwick, wir sind sofort... Fenwick! Ein Ohnmachtsanfall. Schnell! Wir müssen ihn daneben anschaffen, auf das Sofa. Ja, Sie sind der Arzt. Ja, nun packen Sie schon mit an. Ja. So. Oh Gott, ist das schwer. Ja. Ja. Jetzt liegt er. Was mussten Sie ihn auch so angehen, Holmes, nach dem, was wir gerade erlebt haben? So, kein Wunder, dass er da zusammenklappt. Ja, wir müssen ihn nochmal zurechtrücken, ja. Ich werde meines Verstandes wegen konsultiert, nicht wegen meiner Feinfühligkeit. Sie haben aber auch immer auf alles die passende Antwort, Holmes, wie? Fast auf alles, wenn es sich nicht um Geister handelt. Nachdem wir dem armen Fenwick mit einem gut eingeschenkten Scotch wieder auf die Beine gebracht hatten, untersuchten wir die Stelle, an der uns der Geist erschienen war. Aber wir fanden nichts Außergewöhnliches. Allein es lag noch immer der Geruch von Schwefel in der Luft. Mit diesen Eindrücken verabschiedeten wir uns und fuhren zurück in die Baker Street. Aber erholsamen Schlaf fand ich nicht. In meinen Träumen tauchten die Bilder des Erlebten wieder auf und ich fand mich auf der Flucht vor dem Geist, der es plötzlich auf mich abgesehen hatte. Daher war ich dankbar, als mich Geräusche vom Bad her weckten. Holmes war anscheinend auch kein tiefer Schlaf vergönnt gewesen. Bei einem gemeinsamen Frühstück gab es für uns natürlich nur ein Thema. Noch ein Tässchen Tee? Oh, ja, sehr gerne, Holmes. Danke sehr. Also, Watson, dann erzählen Sie doch mal. Erzählen? Wie meinen Sie denn das Erzählen? Rekapitulieren Sie, was Sie gestern gesehen haben. Na, Sie waren doch auch dabei. Ich denke, wir haben dasselbe gesehen. Gesehen sicherlich. Aber vielleicht nicht dasselbe wahrgenommen. Tja. Ich will es anders formulieren. Was gibt Ihnen die Gewissheit, dass Sie gestern Zeugen eines echten Geisterspuks waren? Also, Sie machen mir Spaß, Holmes. Zuerst einmal, weil wir Jack Skillington gesehen haben. Den Jack Skillington, den verurteilten und meines Wissens nachgehängten Mörder. Er sah genauso aus wie auf den Fotos, die von ihm in der Times abgelichtet waren. Da bin ich ganz Ihrer Meinung. Ganz Ihrer Meinung. Das Konterfei war zweifelsfrei das von Jack Skillington. Ja, und dann diese hohle Stimme. Ja. So spricht kein Lebender. Das können Sie mir glauben. Naja, etwas schwammig, finden Sie nicht? Aber gut, ich lasse es gelten. Ja, und letztlich der grelle Blitz und Höllenqualm bei seinem Verschwinden. Der war dichter als der dickste Londoner Nebel. Eine recht eigenwillige Art abzutreten, in der Tat. Ja, und bei unserer anschließenden Untersuchung des Tatortes fanden wir nichts, was den Verdacht einer Scharlatanerie erhärtet hätte. Demnach waren also zwei geachtete Persönlichkeiten anwesend, als verschiedene Welten kurz einander berührten. Das Diesseits und das Jenseits. Also, wenn ich Sie so reden höre, Holmes, bin ich geneigt zu glauben, dass bei Ihrer Feststellung so etwas wie Ironie mitschwingt. Ich sehe, ich kann Ihnen nichts vormachen, Watson. Was haben Sie denn an der Möglichkeit des Übernatürlichen auszusetzen, Holmes? Zumal Sie selbst sagten, Sie geben jeder Theorie eine Chance. Das macht doch schließlich einen Sherlock Holmes aus. Gut gesprochen. Darf ich Sie daran erinnern, dass Sie es gestern waren, der die Existenz von Geistwesen kategorisch ausschloss? Jetzt hingegen brechen Sie eine Lanze für selbige. Weil ich im Gegensatz zu Ihnen überzeugt wurde. Glauben Sie ernsthaft, wir wurden gestern hinters Licht geführt? Was, wenn wir einen höchst lebendigen Jack Skillington gesehen haben? Tja, wie sollte das angehen?
Er wurde gehängt. Ja, und den Galgenstrick haben wir vergangene Nacht eindrucksvoll bewundern dürfen. Was tun wir also? Es gibt nur eine Möglichkeit herauszufinden, ob Jack Skillington wirklich tot ist. Und die wäre? Können Sie sich das nicht denken? Nein. Wie in Schauergeschichten üblich, statten wir dem Friedhof einen Besuch ab. In diesem Falle dem Highgate-Friedhof, wo der gute Skillington begraben liegt. Ach ja, das geht natürlich auch nur nachts, in vollkommener Dunkelheit. Der Spannung halber. Das ist doch nicht der Ernst, Holmes. Für einen Scherz gehalten, Holmes. Ja. Für einen Scherz. Ja. Ja. Jammern Sie nicht, wir haben's ja gleich. Ja. Ja. Was machen wir bloß, wenn der Nachtwächter uns erwischt? Watson, der Mann hat selig geschlafen, als wir uns seine Arbeitsgerätschaften ausgeliehen haben. Ja. Mein Gott, ist das tief hier. Ja. Und der fast leeren Whiskyflasche nachzuurteilen, wird er nicht nur den ersten Rundgang verschlafen. Ja, hoffentlich. Hoffentlich. Ja. Ich muss gestehen, ich habe in meinem Leben schon einige Dinge getan, die man als fragwürdig bezeichnen kann. Die Leiche eines Mörders nachts auf einem Friedhof unerlaubterweise zu exhumieren, war aber auch für mich Neuland. Das dürfen Sie mir glauben. Im Licht einer abgeschirmten Sturmlaterne arbeiteten wir uns durch den frischen Erdhügel immer tiefer unserem Ziel entgegen. Selbst wenn es die unliebsame Pflicht eines Arztes ist, Verstorbene zu begutachten, und ich spätestens seit meiner Zeit in Afghanistan wusste, dass mein Beruf auch sehr dunkle Schattenseiten hat, hatte ich dennoch ein sehr flaues Gefühl in der Magengegend. Da ist er. Dann plötzlich. Leuchten Sie mal. Das dürfte reichen. Sehen Sie, das hat doch gar nicht so lange gedauert. Nicht lange? Und was ist mit der halben Ewigkeit, die wir hier in der Kälte gewartet haben, bis diese Schnapsdrossel endlich eingeschlafen war? Sie haben aber auch immer was zu nörgeln. Das Brecheisen, bitte. Hier, das Brecheisen. Aber seien Sie um Gottes Willen leise. Ja. So. Holmes, mit dem Krach hetzen Sie uns sämtliche Anwohner auf den Hals. Die einzigen Anwohner des Highgate-Friedhofs sind Verstorbene. Das geht nicht gut aus, Holmes. Ja. Das geht nicht gut aus. Jetzt! So. Und? Was sehen Sie? Tja, sehen Sie selbst. Jack Skillington. Da ist wohl jeder Zweifel ausgeschlossen. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass er tot ist. Wie hätte er auch dem Henker entrinnen sollen, ohne dass die Presse Wind davon bekommen hätte? Gut, es war ja nur eine Theorie, die ich jetzt, begraben muss. Dann machen Sie das zusammen mit dem Sarg. Deckel wieder drauf und schleunigst zugeschaufelt. Ja. Nicht so schnell, Watson. Was heißt nicht so schnell? Es ist ein Wunder, dass man uns bisher noch nicht erwischt hat. Fordern Sie Fortuna nicht heraus, Holmes. Würde mir nie in den Sinn kommen. Was gucken Sie denn da? Ob er wirklich tot ist? Seien Sie nicht albern. Was denn dann? Wie ich eben schon sagte, es war nur eine Theorie. Jetzt... Keine falsche Bewegung, ihr Galgenvögel. Die Flossen hoch. Hören Sie, Sir... Es ist nicht das, wonach es vielleicht aussieht. Ach nein, aber dieser Schießprügel hier ist das, wonach er aussieht. Die Flossen hoch, habe ich gesagt. Und du komische Figur, steigst jetzt aus dem Loch.
Wird's bald? Naja, ganz nach Belieben. Sowas ist mir lange nicht untergekommen. Leichenräuber. Wie mein Begleiter Ihnen gerade schon zu erklären versuchte, wenn auch etwas ungelenk, Sie erliegen einem Irrtum. Der Handel mit Leichenteilen, zu welchem Zweck auch immer, war es nicht, der uns bewog, dieses Grab zu öffnen. Es war vielmehr Ermittlungsarbeit im Dienste der Polizei. Was du nicht sagst. Glaubst du, hast es mit einem Idioten zu tun, was? Ich hoffe, Sie erwarten jetzt keine ehrliche Antwort von mir. Holmes, der Mann hält eine Flinte auf uns gerichtet. Das sind meine Schaufeln und mein Brecheisen. Die Lampe dürfte wohl auch zu Ihrem Inventar gehören. Zugegeben. Aber wir wollten die Sachen nicht stehlen, nur ausleihen. Klappe halten! Eure verrückten Geschichten könnt ihr woanders erzählen. Und jetzt ratet mal wo. Das wird mich meine Approbation kosten. Ich sehe schon die Schlagzeilen. Angesehener Arzt beim Leichendiebstahl überrascht. Gnadenlos bei Scotland Yard verhört. Sie sollten nicht immer gleich so schwarz sehen, Watson. Meine Güte noch. Ach nein, ne? Holmes, hätten Sie auf mich gehört, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen, wie zwei Kriminelle. Also, mein lieber Watson, ich muss Ihnen jetzt mal wirklich was sagen. Der Kaffee war schon grottenschlecht. Aber der Tee lässt wirklich etwas zu wünschen übrig. Also, das ist ja unglaublich. Also, Ihre Ruhe möchte ich haben. Sie müssen pragmatisch an die Sache rangehen, mein Freund. Viel schlimmer als jetzt kann es eigentlich nicht mehr werden. Ach, nein? Na, wen haben wir denn da? Das wäre dann heute das zweite Mal, dass ich mich geirrt habe. Ja. Irgendein Vögelchen hat mir ins Ohr gezwitschert, dass sich zwei namhafte Lokalmatadoren in unserem Gewahrsam befinden. Tja, da konnte ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, Sie persönlich zu begrüßen. Ich wünschte, ich könnte mich über Ihr Erscheinen genauso freuen, Herr Inspektor Lestrade. Geschenkt, Holmes. Oder sollte ich Sie vielleicht auch mit Inspektor Holmes ansprechen? Nach dem, was Sie dem Diensthabenden aufgetischt haben, arbeiten Sie ja wohl für uns. Es liegt offenbar in der Natur der Polizei, Dinge falsch wiederzugeben. Na, Sie wollen dem Beamten doch wohl keine Fahrlässigkeit vorwerfen. Bei dem stattlichen Register an Straftaten, das Sie hier angesammelt haben, da will ich doch... Was hätten wir denn da? Diebstahl? Störung der öffentlichen Ordnung? Vandalismus auf einem Friedhof? Ah, und hier Beamtenbeleidigung. Der Constable war auch nicht gerade ein Vorbild für seine Zunft, Inspektor. Ja, tun wir einfach mal so, als interessierte es mich, warum Sie zu nachtschlafender Zeit die Leiche eines Raubmörders ausbuddeln. Was erhofften Sie sich dort zu finden? Einen verwunschenen Schatz? Da haben Sie, ohne es zu wissen, wie immer, fast ins Schwarze getroffen, Lestrade. Es geht tatsächlich um einen Schatz. Einen Schatz, der, na raten Sie mal, 25.000 Pfund Sterling wert ist. Sie reden doch wohl nicht ernsthaft von der Beute, die Skillington vor seiner Verhaftung versteckt hat. Das suchen Sie ausgerechnet in seinem Sarg? War das etwa wieder eine Ihrer genialen Eingebungen, Holmes? Bei unserem kleinen Gastspiel auf dem Friedhof ging es weniger um die fehlende Beute als um die Gewissheit, ob Jack Skillington wirklich in seinem Sarg liegt. Und warum in drei Teufelsnamen wollten Sie das wissen? Soll ich es ihm sagen oder wollen Sie, Watson? Ach, machen Sie das lieber ruhig, Holmes. Gut, also Lestrade. Dann spitzen Sie mal Ihre Öhrchen. Hören Sie auf zu grinsen, Holmes. Käme mir nicht in den Sinn, Inspektor. Ich freue mich lediglich, dass wir Sie von der Notwendigkeit dieser Fahrt überzeugen konnten. Nicht überzeugt.
Es muss das gleiche Vögelchen gewesen sein, das dem Commissioner von unserer Verhaftung erzählt hat. Sie müssen komplett den Verstand verloren haben. Ich dachte, dies sei eine ernste Zeugenbefragung, Lestrade. Sir, was machen Sie denn hier? Sie fragen mich ernsthaft, was ich hier mache? Ich meine um diese Zeit. Bei wichtigen Angelegenheiten werde ich immer zuerst informiert. Das sollten Sie eigentlich wissen. Selbstverständlich, Sir, aber in diesem Fall hat man Sie umsonst bemüht. Es handelt sich um eine Bagatelle. Die Sie ja wohl hoffentlich nicht dem ehrenwerten Mr. Holmes und Dr. Watson zur Last legen wollen. Verzeihung, Sir, aber die beiden wurden ordnungsgemäß arretiert, nachdem ein Nachtwächter sie einem Konstabler übergeben hat. Ich nehme an, der Inspektor lacht über diese völlig grotesken Anschuldigungen, Sir. Leider nicht. Er lacht über meine Aussage. Sir, wenn Sie nur 2 Minuten früher gekommen wären... Sie ahnen ja nicht, was Mr. Holmes gerade für einen Unsinn zu Protokoll gegeben hat. Lestrade, ich muss Sie sicher nicht an die Bilanz von Verhaftungen erinnern, die auf Mr. Holmes Konto gehen. Nein, Sir, aber... Sie werden diese Gentlemen nicht wegen solch irrsinniger Vorwürfe festhalten. Haben Sie mich verstanden? Natürlich, Sir. Ich erwarte, dass Mr. Holmes volle Unterstützung erhält, wenn es die Situation erfordert. Haben wir uns verstanden? Ja, Sir. Mr. Holmes, worum dreht es sich bei Ihrer derzeitigen Recherche? Um Jack Skillington, Commissioner. Ah, verstehe. Der vermisste Schmuck. Lestrade, das hat Priorität. Sir, wir reden hier von einem Geist. Mr. Holmes glaubt allen Ernstes, er habe den Geist von... Volle Unterstützung, sagte ich. Natürlich, Sir. Dank Ihres tadellosen Leumunds darf ich mich jetzt zum Narren machen. Geister nachjagen. Ich finde es vorbildlich, dass Sie zu so später Stunde noch für derlei Dinge zu begeistern sind. Trotz aller Widrigkeiten dürften wir es noch rechtzeitig bis zur Blackwater Street schaffen. Watson? Sekunde. 13 Minuten vor Mitternacht. Der gute Mr. Fenwick wird sehr erleichtert sein, wenn er sieht, dass wir diesmal sogar in Begleitung eines Yard-Beamten vorfahren. Dass ich nicht lache, Holmes. Wir haben mit einer ganzen Hundertschaft die Gegend um die Hinterhöfe durchgekämmt. Dabei haben wir aber bis auf ein paar Ratten und jede Menge rostigen Müll nichts gefunden. Schon gar keine Spukgestalten. Dann dürfte Sie das, was Sie höchstwahrscheinlich gleich zu sehen bekommen, einigermaßen überraschen, fürchte ich. Dr. Watson, ich weiß nicht, was Sie und Mr. Holmes letzte Nacht zu sehen glaubten, aber ich kann Ihnen versichern, es gibt weder Gespenster, noch Elfen und Dämonen, noch sonst irgendwelche Hirngespinste. Wie Sie meinen. Aber sagen Sie hinterher nicht, wir hätten Sie nicht gewarnt, Inspektor. Ja, wie gut, dass Sie mich gewarnt haben, Gentlemen. Es tut mir wirklich sehr leid, dass Sie sich extra hierher bemüht haben, meine Herren. Wir hatten es Ihnen schließlich versprochen und für Inspektor Lestrade muss es Ihnen nicht leid tun. Er ist ganz freiwillig mitgekommen. Es war zum Verrücktwerden. Wir hatten es mit Ach und Krach geschafft, kurz vor Mitternacht bei Mr. Fenwick einzutreffen und Posten zu beziehen. Und dann geschah genau das, was man im Allgemeinen als den Vorführeffekt bezeichnet. Nämlich gar nichts. In Erwartung dessen, was uns in der Nacht davor bereits einen Schauer des Entsetzens über den Rücken gejagt hatte, mir jedenfalls, hielten wir gespannt Ausschau nach der übernatürlichen Erscheinung von Jack Skillington. Wir konnten jetzt mit absoluter Gewissheit sagen, dass der Verbrecher nicht mehr unter den Lebenden weilte, was ihn aber offenbar nicht daran hinderte, unter den Letztgenannten weiterhin sein Unwesen zu treiben. Außer in dieser Nacht. So, es ist bereits 2 Uhr durch. Meines Wissens nach dauert die Geisterstunde immer nur von Mitternacht bis 1. Da fällt mir ein, es gibt ja gar keine Geister. Was mache ich hier eigentlich? Jack Skillington scheint heute Nacht keine rechte Lust zu haben. Ja,
Ob das wohl an Ihnen liegt, Lestrade? Machen Sie ruhig Ihre Scherze, Holmes. Sie müssen ja auch nicht um 8 Uhr morgen früh wieder zum Dienst erscheinen. Watson, ich denke, wir sollten den guten Lestrade nach Hause entlassen. Und für sowas schlage ich mir die Nacht um die Ohren. Bei der Gelegenheit können Sie uns auch gleich eine Droschke rufen, Mr. Fenwick. Ja. Sie können Ihren Beobachtungsposten aufgeben. Ich werde mich mal draußen nach einem Vehikel umsehen. Lestrade, vergessen Sie Ihren Hut nicht. Keine Sorge, Holmes. Ich schicke sonst einfach noch eine Hundertschaft hier durch. Und wenn... Nein, nicht die Tür aufmachen. Wieso? Was ist denn? Watson, zur Seite. Mr. Holmes, nicht! Ich warte immer noch. Ich habe nur einen Moment nicht hingesehen. Da! Lestrade, sehen Sie selbst. Skellington! Die Polizei ist auch hier. Das wird dir nichts nützen, Fenwick. Das gibt's doch nicht. Sie sind tot. Und? Kneifen Sie mich mal, Mr. Holmes. Damit Sie dann in Ihrem Notizblock Angriff auf einen Polizeibeamten vermerken. Passiert das alles gerade wirklich? Wir haben es Ihnen ja gesagt. Übermorgen Nacht. Dann nehme ich dich mit. Tun Sie doch was! Bitte! Moment, das haben wir gleich. Skellington, Hände hoch! Lestrade, Sie bedrohen einen Geist mit einer Waffe? Die Hände hoch oder ich schieße! Du Narr! Es ist mir ernst, Skellington. Worauf wartest du? Und jetzt ich. Nein, die Tür zu! Ich bin mir nicht sicher, ob Türen ein Hindernis für Geister darstellen. Er ist verschwunden. Was? Hier. Ich habe gerade das Fenster gesehen. Weg da, Fenwick. Skellington ist nicht mehr da. Unmöglich. Das kann es nicht geben. Gratulation, mein lieber Watson. Also dieser Tee, der schmeckt nun wirklich hervorragend. Im Gegensatz zu dem, den wir beim Yacht bekommen haben. Na, da kann man ja diesmal zufrieden sein, Holmes. Ja, das können wir. So, mein Lieber. Entgegen jeder Gewohnheit ein Buch und nicht die Times? Außergewöhnliche Situationen verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Aha, Sie spielen gewiss auf unseren erneuten Zusammenstoß mit Mr. Skellington an. Hervorragende Schlussfolgerung, Holmes. Und was lesen Sie da, wenn die Frage gestattet ist? Ein Roman von Oscar Wilde, den ich mir heute Morgen auf dem Weg zu Ihnen besorgt habe. Bei Macy's und Palmer um die Ecke, nicht wahr? Eben dort. Mein Gott, Watson. Jetzt lassen Sie sich doch nicht alles aus der Nase ziehen. Also, Sie haben's nötig. Sie sind doch gewissermaßen der Meister der Verzögerungstaktik. Wie in aller Welt kommen Sie denn darauf? Nun tun Sie mal nicht so scheinheilig, Holmes, ja? Wann immer wir inmitten eines komplizierten Falles stecken und ich bald nicht mehr weiß, wo oben und unten ist, setzen Sie plötzlich dieses wissende Grinsen auf. Und wenn ich Sie dann frage, was sich Ihnen offenbart hat, dann bekomme ich von Ihnen nur das typische, das sage ich Ihnen später, Watson. Oder warten Sie noch, bis ich mehr Details beisammen habe, Watson. Oder es ist noch zu früh, sich festzulegen, Watson. Das soll ich je zu Ihnen gesagt haben, mein Freund. Das sind doch haltlose Phrasen, die Sie sich gerade ausgedacht haben. Also, wenn ich jedes Mal einen Schilling für eine Vertröstung Ihrerseits bekommen hätte, dann müsste ich weit weniger Patienten behandeln und könnte damit meinen Lebensunterhalt verdienen.
Ihre Worte sind geschliffener Damaszenerstahl. Und meine Deckung zerfällt in nutzlose Einzelteile. Ich gebe es zu. Mea culpa. Zufrieden, Watson? Naja. Nun, jetzt rücken Sie schon mal heraus mit der Sprache. Was lesen Sie denn da? Das Gespenst von Canterville. Oh, Fachliteratur also. Um Antworten zu erhalten. Holmes, Sie wollen weitere Beweise, dass es wirklich ein Geist war, ja? Naja, wenn Sie so freundlich wären. Also gut. Erstens, wir haben die Leiche von Skillington mit eigenen Augen gesehen. Richtig? Ja. Ja. Er war mausetot und lag brav in einem zugenagelten Sarg, bis wir beide kamen. Richtig. An seinem Hals und Gesicht waren noch deutliche Spuren des Strangs zu erkennen. Unter anderem, ja. Und zweitens, Lestrade feuerte 3 Kugeln aus seinem Revolver ab, die den Geist nicht nur trafen, sondern fast ungebremst durchschlugen. Hier. Schauen Sie. Ja. Diese Projektile haben Sie eigenhändig aus der Mauer geholt. Ja, und das war gar nicht so einfach. Nicht ein Tropfen Blut war dran. Und drittens, das Gesicht von Skillington, ich habe es genau beobachtet, die Lippen haben sich nicht bewegt. Dennoch sprach er in einer Weise, die mir das Blut in den Adern gerinnen ließ. Versuchen Sie mal... Moment mal. Was haben Sie eben gesagt? Unter anderem? Ach, es ist Ihnen aufgefallen? Was meinen Sie denn damit? Nun, das muss die Antwort sein. Die Antwort? Ein Telegramm für Mr. Holmes. Bitte, Sir. Vielen Dank. Hier, das ist für Sie. Danke, Sir. Ich war auch nicht untätig heute Morgen. Vor Ihrer geschätzten Ankunft war ich bereits beim Postamt und habe ein Telegramm aufgegeben. Darf man erfahren, an wen, Holmes? Selbstverständlich. An Jeremy Hutchins. Nie gehört. Sollte mir der Name etwas sagen? Naja, eher nicht. Aber das tut jetzt nichts zur Sache. Richten Sie sich darauf ein, den heutigen Tag mit einer Schatzsuche zu verbringen, Watson. Schatzsuche? Ja. Ich hoffe, das klammert das Umgraben von weiteren Toteneckern gänzlich aus. Watson, der Geist will seine Juwelen. Das kann man doch verstehen. Der Geist soll seine Juwelen haben. Anscheinend ist das die einzig verbleibende Option, um Mr. Fenwicks Leben zu retten. Ja, klingt logisch. Und wer ist dieser Hutchins? Ja, warten Sie noch, bis ich mehr Details beisammen habe. Watson. Ganz typisch Holmes. Holmes, gesammelte Werke. Also, das obere Stockwerk der Druckerei habe ich komplett umgekrempelt, Holmes. Da ist nichts. Und bei Ihnen? Bisher kein Erfolg. Leider. Tja, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, Holmes, aber irgendwie habe ich nicht den Eindruck, als ob Sie wirklich auf der Suche nach dem Schmuck sind. Der Eindruck täuscht, Watson. Überdies habe ich bereits jenes Schmuckstück hier gefunden. Und was wäre denn? Die fertigen Seiten der botanischen Abfassung, die Mr. Fenwick erwähnte. Höchst interessant. Und ein Buch, das ich mir umgehend zulegen werde. Naja, wenn es denn je fertig wird. Ja, na sehr schön. Sehr schön, Holmes. Aber der Schmuck. Gut. Die Suche im Inneren des Gebäudes ist sinnlos, Watson. So viel weiß ich jetzt. Ach, und warum auf einmal? Ganz einfach. Versetzen Sie sich in die Lage von Skillington. Sie sind auf der Flucht mit einem gebrochenen Knöchel. Die Polizei ist Ihnen dicht auf den Fersen. Würden Sie es dann wagen, in ein Haus einzusteigen, um die Beute zu verstecken? Mal ganz abgesehen von der physischen Machbarkeit mit so einer Fraktur. Naja, da ist schon was dran, Holmes, ja. Sie riskieren dabei nicht nur von den Bewohnern entdeckt zu werden, sondern auch, dass die Polizei währenddessen die Straße komplett abriegelt und Ihnen den Fluchtweg abschneidet. Ja, jetzt, wo Sie es so erzählen... Wenn Sie überhaupt eine Chance haben, dann nur in der raschen Flucht, nicht wahr? Ja. Das Versteck muss also irgendwo draußen sein.
Und erinnern Sie sich, wo man Skillington verhaftete? Das war doch in den Hinterhöfen der Blackwater Street. Sie sehen also, hier drinnen werden wir gewiss nichts finden. Zumindest keinen Schmuck. Und ist die Frage gestattet, warum Sie mich dann nach oben geschickt haben, mit der strengen Order, alles genau zu durchsuchen? Mein lieber Watson, weil man auch die unmöglichen Hypothesen erst abklopfen muss. Manchmal fällt plötzlich etwas heraus, das einem die Augen öffnet. Ich spare mir die Frage aus, was Sie damit wieder gemeint haben könnten, Holmes. Lassen Sie uns Fenwick zur Hand gehen und den Hof in Augenschein nehmen. Jeder andere wäre wahrscheinlich in die Luft gegangen, wenn man ihn knapp 2 Stunden zum Besten gehalten hätte. Indes, ich kannte meinen Freund, und er wäre nicht Sherlock Holmes, wenn er nicht irgendeinen triftigen Grund dafür gehabt hätte, erst im Haus zu suchen. Und, Mr. Fenwick, geht's voran? Ja, ich hätte diese leeren Fässer schon längst wegbringen sollen. Ein Glück, dass Sie es nicht getan haben, denn wer weiß, möglicherweise hat Skillington die Sachen da hineingeworfen. Das will ich nicht hoffen. In manchen Fässern ist noch Druckerschwärze. Tja, es hilft nichts. Wir müssen alles durchsuchen. Wir müssen die Diebesbeute unbedingt finden, denn das ist Ihre einzige Chance, die morgige Nacht zu überleben. Ach, mit Ihrer Hilfe, Mr. Holmes, werden wir es bestimmt schaffen. Da bin ich sicher. Sie werden schließlich nicht umsonst als Genie gehandelt. Hört, hört, Watson. War Ihnen das bekannt, dass meine Aktien so hoch gehandelt werden? Ja, ich habe sowas läuten hören, Holmes. Ich hoffe sehr, dass ich Ihre Erwartungen erfüllen kann, Mr. Fenwick. Wir hätten schon früher damit beginnen sollen, nach dem Schmuck zu suchen. Schon nach der ersten Begegnung mit dem Geist. Wir suchten bis in den Nachmittag hinein wie die Besessenen. Es war die reinste Sisyphus-Arbeit, denn der Hof war mit so viel Gerümpel angefüllt, dass gewissermaßen jeder einzelne Gegenstand als Versteck herhalten konnte. Angefangen von den besagten Fässern, die Mr. Fenwick nach und nach mittels eines langen Stockes genau unter die Lupe nahm, über eine ausgediente Druckmaschine, die allein schon zahllose Verstecke bot, bis hin zu alten Möbeln und ungezählten Kisten, die einmal Papierbögen beheimatet hatten und nun vor sich hin rotteten. Holmes machte sich daran, den möglichen Fluchtweg zu rekonstruieren und einzugrenzen. Bei all der Mühe durfte man nicht übersehen, dass die Polizei hier bereits alles umgegraben hatte. Und zwar genauso erfolglos wie wir. Nachdem Holmes schließlich auch die letzten Mauernischen ausgeleuchtet hatte, blieb nur noch ein alter Ofen, den wohl jeder dem anderen überlassen hatte, wissend, dass er voller Asche war. Und? Leer. Und die Asche im Aschekasten? Dito. Das ist doch nicht möglich. Haben Sie auch wirklich genau nachgesehen, Sir? Naja, ich fürchte, unsere Suche steht unter keinem guten Stern. Allerdings... Ja, Holmes? Was sind denn das für Holzbohlen hier unter dem Ofen? Ach, das... unter den Brettern liegt ein alter Brunnenschacht. Ah, ja? Hat längst ausgedient, seit hier Wasserleitungen verlegt wurden. Ich habe ihn vor einigen Jahren zugenagelt, weil manchmal Kinder heimlich zum Spielen hier in den Hof klettern. Ja, ja, das birgt natürlich ein Risiko. Vergessen Sie es, Holmes, vergessen Sie es. Ich sehe nicht die kleinste Ritze, wo man da was durchstecken könnte. Schauen Sie mal selber. Hm. Sie etwa? Ja, nein, Sie haben recht. Die Mühe, den Schacht aufzustemmen, können wir uns sparen. Und jetzt? Ja, wir werden uns einstweilen zurückziehen, Mr. Fenwick. Ich muss über all das nachdenken, wissen Sie. Ich lasse spätestens morgen früh von mir hören. Und heute Nacht? Ich würde Ihnen empfehlen, sich in einem Hotel einzuquartieren, nicht wahr? Bleiben Sie dort, wo viele Menschen um Sie sind. Dort sollten Sie sicher sein. Außerdem läuft die Frist ja erst morgen Nacht ab. Gut, ich werde Ihren Rat befolgen. Auch wenn es bisher nicht danach aussah. Wir werden den Schmuck finden, Sir. Das verspreche ich Ihnen fest. In die Hand. Aber wo sollen wir denn noch suchen? Mir bleibt nur noch ein Tag. Übermorgen beginnt für Sie ein ganz neues Kapitel. Ganz
ohne Geist. Watson, komm's. Nichts, was ich lieber täte, Holmes. Holmes ließ sich im Allgemeinen nur selten zu Versprechen hinreißen. Und wenn, dann war er sich einer Sache hundertprozentig sicher. In diesem Moment wäre ich jede Wette eingegangen, dass wir den Schmuck weder in der zur Verfügung stehenden Zeit noch überhaupt finden würden. Auf unserem Rückweg in die Baker Street vermied ich es jedoch, Holmes darauf anzusprechen. Er sah beinahe gedankenverloren aus dem Fenster der Kutsche und dann und wann zog er die Stirn in Falten oder ein spitzbübisches Lächeln umspielte seinen Mundwinkel. Alles untrügliche Zeichen dafür, dass er der Lösung des Rätsels wieder einmal um einiges näher war als ich. Also, wenn ich Sie so da sitzen sehe, Holmes, die Times in der einen und die Pfeife in der anderen Hand. Dann was? Dann habe ich nicht den Eindruck, dass Sie gerade an dem Fall arbeiten. Ich hatte heute noch keine Gelegenheit, einen Blick in die Zeitung zu werfen. So, so. Und, was machen wir jetzt? Wir warten. Ah ja. Und worauf? Auf wen müsste die Frage lauten? Auf wen warten wir denn, Holmes? Auf Jeremy Hutchins. Ah, der große Unbekannte. Und wann kommt der? Aufs Stichwort. Mr. Hutchins war ein großer, sehr hagerer Mann, der ganz in Schwarz gekleidet war. Stehkragen und Zylinder fügten sich wie eine Einheit zu den schmalen Schultern und ließen ihn wie den sprichwörtlichen Strich in der Landschaft erscheinen. In seiner Hand hielt er einen viereckigen Kasten von beachtlicher Größe. Dieser war ebenfalls schwarz und oben mit einem Griff versehen. Es war mir ein Rätsel, wie dieser zerbrechlich wirkende Mann solch einen Kasten mit sich führen konnte, ohne seitlich umzufallen. Schön, dass Sie es so zeitig einrichten konnten, Sir. Oh, als ich hörte, dass Sie mich konsultieren wollen, habe ich natürlich keine Sekunde gezögert. Vielen Dank. Watson, darf ich Ihnen den vom High Court bestellten Konservator Mr. Hutchins vorstellen? Sehr angenehm, Sir. Ganz meinerseits, Dr. Watson. Während er ablegte und Platz nahm, sann ich über den Beruf nach, den dieser Mann wohl ausübte. Doch ich war unschlüssig. Nicht einmal Bestatter kam für mich in die engere Auswahl. Sein Äußeres war bemüht, so etwas wie Würde auszustrahlen, zweifelsohne. Aber mit seinen langen Armen und dünnen Fingern und den weit auseinanderstehenden Augen in dem viel zu schmalen Kopf erinnerte er mich eher an eine riesige Gottesanbeterin, die in einem Ausgehrock steckte. Mr. Hutchins hat eine sehr, entschuldigen Sie bitte meine Ausdrucksweise, makabre Aufgabe. Er fertigt Totenmasken an. Ach. Ja, sowohl von Bekannten und sich ums Vaterland verdient gemachten Ehrenmännern, als auch von Mördern und anderen Schurken, die hingerichtet wurden. Genauso ist es, Sir. Aber die liegen nicht in der gleichen Abteilung. Ah, ja. Ah, ja? Und er hat erst unlängst einen Abdruck vom Gesicht Jack Skillingtons genommen? Das ist richtig. Nicht wahr? Aber woher wussten Sie das eigentlich? Nun, ich hatte das Glück, die Leiche kurz in Augenschein nehmen zu dürfen. Glück, sagte. Und da blieb es mir nicht verborgen, dass in den Mundwinkeln und am Haaransatz weißliche Krümel hängen geblieben waren. Auf den ersten Blick sahen sie aus wie Gips. Vollkommen richtig, Sir. Ihr Scharfsinn ist wirklich überragend. Dankeschön. Und wie ich sehe, haben Sie den Abguss mitgebracht. So, wie Sie es wollten. Einen Moment. Dabei hätte ich Sie fast enttäuschen müssen, Mr. Holmes. Wie darf ich das verstehen? Nun, weil ich die Totenmaske zuerst nicht gefunden habe. Sie war nicht an ihrem Platz. Wo werden die Dinger denn aufbewahrt? Im Keller des High Court gibt es dafür einen speziell eingerichteten Raum. Oh, Sie müssten ihn sehen. Erst vor 4 Jahren wurden neue Vitrinen und Schränke angeschafft. Es ist eine fantastische Sammlung.
Ja, ja. Hört sich ganz danach an, Sir. So. Das ist sie. Donnerwetter. Ja. Eine meisterhafte Arbeit, Mr. Hutchins. Sie sind ein Könner Ihres Fachs. Ich danke Ihnen, Sir. Sehen Sie mal, Watson. Kommt Ihnen das Gesicht nicht bekannt vor? Allerdings, ja. Als würde es jeden Moment die Augen öffnen. Aber wir haben Sie unterbrochen. Sie sagten, die Maske sei nicht an Ihrem Platz gewesen. Ganz recht. Als ich sie für den Transport verpacken wollte, fand ich das Fach leer vor. Ich war wie vor den Kopf geschlagen. Solche Ungereimtheiten im Arbeitsablauf können einen leicht aus der Fassung bringen. Sie müssen wissen, ich arbeite immer ganz akkurat und hänge jedes Mal einen ordentlich beschrifteten Zettel an meine kleinen Kunstwerke. Kunstwerke? Naja, was soll ich sagen? Sie lag einfach weiter. In Nummer 57. Dem von Edgar Summers. Sie wissen schon, dem Säuremörder. Der aber wird gerade von mir restauriert. Hat mit den Jahren feine Risse bekommen. Und haben Sie eine Erklärung, wie sie dahin gekommen ist? Der fragt vielleicht Sachen. Also wenn ich es nicht selbst in Gedanken war. Ich kenne nur einen, der sich gerne meine Masken ansieht. Obwohl das bei ihm eher eine Art Trophäenschau zu sein scheint. Trophäenschau, also... Wie das? Nun, wenn ich Ihnen den Namen sage, wissen Sie, wie ich das meine. Neville Hollingsworth. Allerdings, er ist der Henker von London. Bevor Holmes Mr. Hutchins wieder in sein Gewölbe entließ, besah er sich die Maske eingehend. Sogar die Lupe nahm er zur Hand, als würde er die Handwerkskunst des Konservators einer Expertise unterziehen. Das triumphierende Lächeln im Gesicht meines Freundes wusste ich besser zu deuten als Hutchins, der annahm, es gelte seinem Abguss. Dies wurde umso klarer, als Holmes mir mit einer geheimen Geste signalisierte, ich sollte den Mann kurz ablenken. Gesagt, getan. Im Augenwinkel sah ich, dass Holmes etwas von der Maske entnahm, mit einer Pinzette. Mein lieber Watson, das Gespenst von Canterville war ja bekanntlich echt. Zumindest will uns das der berühmte Oscar Wilde weismachen. Aber wenn Sie die Fakten in diesem Fall beurteilen, dann... Würde es mich erleuchten, wenn Sie mir sagten, was Sie vorhin von der Maske entnommen haben? Darauf muss ich erst eine Gegenfrage stellen. Glauben Sie denn immer noch, dass wir es mit einem Geist zu tun haben? Ja, ja. Dann muss ich Ihre Frage verneinen. Und was machen wir jetzt? Ach, das fragen Sie mich heute schon zum zweiten Mal, Watson. Ist Ihnen langweilig? Wir wollen wirklich nicht weiter nach dem Schmuck suchen. Das würde ich gern, wenn ich nicht wüsste, wo er ist. Wollen Sie etwa damit andeuten, dass... Eben das, lieber Freund, aber damit Sie nicht hier sitzen und Däumchen drehen müssen, ich hätte einen wichtigen Auftrag für Sie. Der da wäre? Statten Sie unserem Freund Lestrade einen Besuch ab. Bitten Sie ihn, sich morgen kurz vor Mitternacht mit mindestens 4 Beamten ganz in der Nähe der Buchdruckerei von Mr. Fenwick zu postieren. Aber er soll erst einschreiten, wenn ich ihm ein deutliches Zeichen gebe. Keinesfalls vorher. Das kann doch nicht der Ernst sein. Mein voller Ernst, Watson. Und warum muss gerade ich das machen? Weil er Sie weniger hasst als mich. Oh, danke. Das ging runter wie Öl. Sagen Sie mal, haben Sie alles genau verstanden? Natürlich, natürlich, ja. Und was machen Sie in der Zeit? Ich gehe heute Abend ins Pantheon-Theater. Ach, Sie vergnügen sich im Theater, während ich bei Lestrade betteln gehe. Was soll ich ihm überhaupt sagen? Er wird bestimmt nicht kommen, wenn er hört, worum es geht. Die eine Nacht hat ihm sicherlich gereicht. Ganz einfach. Sagen Sie ihm, dass er morgen Nacht einen Mörder verhaften muss. Musik
Ich halte das nicht mehr aus. Mr. Holmes, wie spät ist es? Gleich Mitternacht. Und? Und Sie haben den Schmuck wirklich bei sich? Er befindet sich in dieser kleinen Tasche hier. Darf ich ihn einmal sehen? Nein. Nein. Sehen Sie es als schlechtes Omen, wenn Sie ihn vorher betrachten. Wenn der Geist von Skillington kommt, werden Sie ihm diese Tasche geben. Watson, kommen Sie mal vom Fenster weg. Geister kommen nur, wenn sie sich unbeobachtet fühlen. Sagen Sie mir nur, wo haben Sie die Sachen gefunden? Ich fand sie bereits gestern hinter einem losen Mauerstein. Ja, aber warum haben Sie dann so getan, als ob... Weil Holmes dramatische Auftritte liebt, Mr. Fenwick. So einfach ist das. Danke für die Interpretation, Watson. Ich versprach Ihnen gestern, dass wir den Schmuck heute haben würden. Ich habe mein Versprechen folglich gehalten. Verzeihen Sie, ich wollte Sie nicht... Die Geisterstunde. Soweit sein. Hier, nehmen Sie die Tasche. Oh, Mr. Holmes. Ja, es muss sein, Fenwick. Öffnen Sie die Tür. Heute Nacht ist es soweit, Fenwick. Ich will meine Juwelen. Da war er wieder, wie aus dem Nichts. Der Geist von Jack Skillington. Wie die Male zuvor stand er an der Mauer, direkt unter der Laterne, den Kopf leicht vorgebeugt, den Strick um den Hals. Ich hätte für kein Geld der Welt mit Mr. Fenwick tauschen wollen, das gebe ich offen zu, und auch ihm sah man seine Furcht an. Doch er ging tapfer Schritt um Schritt auf die Erscheinung zu, die Tasche in der Hand. Hier hast du sie. In dieser Tasche. Mein Gott, Holmes. Sehen Sie nur. Er gibt sie ihm in die Hand. Ja, ganz bemerkenswert. Bin ich nun frei? Du hattest es mir versprochen. Ah. Ja, du bist frei. Ja. Er ist fort. Ich bin gerettet. Oh, ich danke Ihnen, Mr. Holmes. War mir ein Vergnügen. Wir können jetzt auch nach draußen. Kommen Sie, Watson. Ja. So, und was machen wir jetzt hier draußen, Holmes? Der Geist ist weg. Mit dem Schmuck von Lord Jonathan. Keine Sorge. Der Geist wird gleich wieder hier auftauchen. Warum denn das? Abwarten. Was zum Teufel ist denn das? Ah, ich glaube, ich höre ihn schon. Das ist mein verdammter Dreck. Der Geist scheint nicht zufrieden zu sein, Mr. Fenwick. Was jetzt geschah, war noch surrealer als die Geistererscheinung zuvor. Die Tasche kam wieder über die Mauer geflogen und landete vor unseren Füßen. Dann krachte der Geist von Jack Skillington auf das Kopfsteinpflaster und blieb mit verdrehten Armen liegen. Unmittelbar danach erklomm ein kräftiger, mir unbekannter Mann die Backsteinwand und sprang zu uns herab. Rasende Wut stand ihm ins Gesicht geschrieben. Der Geist scheint nicht zufrieden zu sein, Mr. Fenwick. Darf ich bekannt machen? Das ist Mr. Hollingsworth, seines Zeichens Henker von London und Aushilfspuppenspieler. Sie kennen ihn, Holmes? Oder sollte ich falsch liegen, Sir? Nein, du Ratte!
Wo ist der Schmuck? Ach, haben Ihnen die Theaterprospekte nicht gefallen? War gar nicht so leicht, an Sie heranzukommen. Sie müssten diese eigentlich kennen, Mr. Fenwick. Persephone. Ein Drama in zwei Akten, das aufgrund seines schlechten Hauptdarstellers bereits nach einer Woche im Pantheon-Theater wieder abgesetzt wurde. Ja, das war vor knapp 6 Jahren. Und ich erinnere mich, dass Sie wirklich, wie soll ich sagen, unterirdisch waren. Ich war nämlich bei der Uraufführung anwesend. Mr. Willock. Mr. Willock? Das ist gar nicht Mr. Fenwick? Nein, ich vergesse nie ein Gesicht, Watson. Genauso wenig wie eine Ausstellung. Wobei ich Ihnen diesmal ein Lob aussprechen muss, Willock. Sie waren um Längen besser als der Hades, den Sie in Persephone zum Besten gegeben haben. Aber das ist doch die Druckerei von Alan Fenwick. Da steht sogar drüber. Ich weiß, aber ich fürchte, Alan Fenwick weilt nicht mehr unter den Lebenden. Für 25.000 Pfund bringt man schon mal jemanden um, nicht wahr, Mr. Hollingsworth? Und das können Sie ja besonders gut. Was ist passiert? Hat Fenwick Sie bei Ihrer Suche überrascht? Erraten, du Schnüffler. Und er wollte die Polizei rufen. Das konnte ich natürlich ganz und gar nicht gebrauchen. Die Pfoten hoch. Schön, dass wir jetzt alle einander vorgestellt wurden. Aber ich verstehe nur Bahnhof. Ganz einfach, Watson. Offenbar hat Mr. Skillington doch noch gesungen. Und zwar beim ehrenwerten Mr. Hollingsworth. Er hat gewinselt wie ein Mädchen, als die Adjutanten den Raum verlassen hatten. Faselte von dem Schmuck, den er bei einer Druckerei versteckt hätte. Und dass er mit mir teilen würde, wenn ich ihn laufen ließe. Denn ohne ihn würde ich die Beute niemals finden. Und damit hatte er offenbar Ihre Neugier entfacht. Leider mussten Sie nur allzu weit feststellen, dass Skillington recht behalten sollte. Sie fanden die Beute nicht. Und deshalb dachten Sie sich diese Geistergeschichte aus. Und heuerten einen drittklassigen Schauspieler an, der auf jedes Engagement angewiesen ist. Zum Schluss brauchten Sie nur noch einen Profi, der für Sie den Schmuck findet. Einen, der garantiert nicht Nein sagen würde, wenn es um einen haarsträubenden Fall wie diesen ging und der auf jeden Fall Erfolg haben würde. Ah, pfui! Der Tabak schmeckt ja heute seltsam. Warum denn? Ja, darum. Peng. Was zum Teufel ist denn hier los? Die Waffe runter, Hollingsworth! Sie sind umstellt. Verdammter Dreck! Sehr gut, Lestrade. Genau auf den Punkt. Sie können die beiden festnehmen. Was war denn das gerade, Holmes? Verzeihen Sie mir den kleinen Theatereffekt, Watson. Es war eine harmlose Mischung aus Schießpulver und Magnesium unter einer dünnen Schicht Tabak. Das durften Sie bei Ihrer Vorstellung auch benutzt haben. Oder, Willock? Mit etwas Schwefel, selbstverständlich. Ja, wir hatten eine langsam brennende Lunte an der Gaslaterne angebracht. Die führte runter bis zum Boden. Und vor der Puppe entzündete sich das Gemisch. Sehr originell. Wenn ich kurz unterbrechen dürfte. Sie sprachen von einer Leiche? Richtig, Inspektor. Lassen Sie den vernagelten Brunnenschacht im Hof öffnen. Dort durften Sie die Leiche von Mr. Fenwick und, wenn mich nicht alles täuscht, auch den Schmuck finden. Oder hatten Ihre Männer damals schon dort unten gesucht? Sie und Sie passen auf die beiden Gauner hier auf. Und Sie zwei kommen mit mir. Holmes, Sie warten hier. Zu Befehl, Inspektor. Man fand tatsächlich beides im Brunnen. Die Leiche von Fenwick und zu unterst ganz tief im Schlamm versunken den Schmuck. Und in der Henkerspuppe, mit der vor jeder Exekution der Mechanismus getestet wird, klafften übrigens 3 Löcher. Holmes, Sie stopfen sich ja schon wieder eine Pfeife. Und? Ich habe Ihnen noch gesagt, Rauchen ist schädlich, das weiß jedes Kind. Ja,
Seit 100.000 Jahren. Ja, seit 100.000 Jahren. Also... Lassen wir das mal jetzt, ne? Woher wussten Sie eigentlich die ganze Zeit, dass es kein Geist war? Mir wäre fast das Herz stehen geblieben. Also, bevor wir das klären, muss ich erst mal fragen, wo ist unsere Mrs. Hudson? Ich vermisse unser Frühstück. Ohne Frühstück geht gar nichts, das wissen Sie doch. Ne? Also, ja. Dann, was Ihre Frage betrifft, denken Sie doch mal kurz nach. Was in aller Welt will der Geist von Jack Skillington mit Schmuck? Sich aus der Hölle freikaufen? Und was sollte dann dieses Gefasel mit Neumond? Miss Hudson, Frühstück! Das kann ich Ihnen sagen. Als ich die Druckerei durchsuchte, oh, mein Gott, ist es früh, fand ich den Vertrag mit dem Auslieferungsdatum. Ach. Ja, das wäre morgen. Spätestens morgen wäre der Verleger bei Fenwick erschienen, um das fertige Exemplar zu begutachten. Das haben die zwei offenbar gewusst. Willock sprach sogar mal über den aktuellen Druck. Sie mussten die Sache also spätestens in den verbleibenden 4 Tagen über die Bühne bringen. Dass das mit Neumond zusammenfiel, war eher bühnentauglicher Zufall. Sie haben wirklich die ganze Zeit gewusst, dass der Mann nicht der war, der er vorgab zu sein? Die ganze Zeit, ja. Nur der Name war mir entfallen. Deshalb besuchte ich gestern das Theater. Einer der Platzanweiser holte für mich netterweise die alten Programmhefte vom Speicher. Und zu der Geisterpuppe sei gesagt, ich ahnte, dass sie einen Abdruck von Skillingtons Gesicht trägt. Dass es aus Wachs war, wusste ich, als ich die Totenmaske genauer untersuchte und Wachsreste fand. Können Sie folgen? Ja, Holmes, sehr interessant. Ja. Nimm mal weiter. Ist ja noch früh, nicht? Und der mehr als dankbare Hinweis des Konservators bezüglich der falsch abgelegten Maske rundete das Bild ab. Verstehe. Hollingsworth hat heimlich einen Wachsabdruck von einem Abguss gemacht. Ich höre Sie noch sagen, die Lippen haben sich nicht bewegt. Naja, wie auch. Ja. Und in einen Metalleimer zu sprechen, ist nachts offenbar auch viel wirkungsvoller als am Tage, finden Sie nicht? Also, Willock hat dafür gesorgt, dass wir immer abgelenkt waren, wenn der Geist kam oder verschwand. Oder, ja, und der Ohnmachtsanfall? Sie sagen es, Watson. Und wenn es blitzte, zog Hollingsworth die Puppe am Galgenstrick wieder zurück über die Mauer. Also, wirklich verblüffend einfach. Ja, das finden Sie jetzt auch, nicht wahr? Ja. Willock war zu Beginn noch etwas ungeschickt. Bei dem Begriff Blower, Sie erinnern sich? Ja. Hätte er sofort anspringen müssen. Die Druckmaschine war nagelneu und muss ein Vermögen gekostet haben. Dann sein Hinweis auf den Farbgeruch. Wie Sie sich vielleicht erinnern, glauben Sie ernsthaft, ein Drucker riecht nach so vielen Jahren noch den stechenden Geruch der Farbe? Außerdem seine Hände. Nicht ein Klecks von Druckerschwärze. Ja, mehr als unwahrscheinlich. Genau wie der Umstand, dass er offenbar nichts von der Suchaktion der Polizei mitbekommen hat. Also, wirklich fantastisch, Holmes, fantastisch. Sie hatten ihn schon festgenagelt, als wir alle noch brav unsere Rollen spielten. Apropos festgenagelt, woher wussten Sie, dass Fenwicks Leiche in dem Schacht lag? Miss Hudson, mein Gott, wie lange dauert denn das heute noch? Watson, ja. Kümmern Sie sich doch mal drum. Ich brauche jetzt mein Frühstück. Aber jetzt interessiert mich das Ende der Geschichte, Holmes. Gut, also, ich fahre fort. Weil die Bohlen zwar alt, aber die Sägekanten ganz frisch und die Nägel kein bisschen verrostet waren. Deshalb musste man diesen Schacht erst kürzlich verschlossen haben und stellte noch unauffällig einen schweren Ofen darauf. Warum? War mir sofort klar. Aber das mit dem Schmuck, das war doch Zufall, oder? Im Gegenteil. Es war das einzig logische Versteck. Skillington hatte die Beute im Vorüberhumpeln dort hineinfallen lassen. Wer sucht schon in einem fast 30 Meter tiefen, schlammgefüllten Schacht? Ein Polizist in sauberer Uniform jedenfalls nicht. Ja, und die Ganoven anscheinend auch nicht. Welche Ironie des Schicksals, dass der Schmuck genau dort lag, wo sie die Leiche versteckt hatten. Vor ihrer Nase. Ja, der arme Mr. Fenwick. Zur falschen Zeit
am falschen Ort. Ja, genau wie Ihre arme Pfeife. Die hat's mitten durchgerissen. Was machen Sie denn jetzt? Holmes, das ist mein Buch. Ich bitte Sie, Watson, nehmen Sie sich doch die Times. Die habe ich schon gelesen. Hey, Holmes! Was soll's denn, Watson? Ist doch nur eine kleine Wiederholung. Ich möchte einmal erfahren, wie Oscar Wilde mit seinem Geist umgegangen ist. Ah, oh, da ist sie ja endlich, Mrs. Hudson. Nun aber schnell. Das riecht ja vorzüglich. Ach, dieses Rührei. Also, mein lieber Watson, jetzt frühstücken wir erstmal. Und jetzt den Kaffee!